Ja, ich habe mir gerade kurz ein paar OP-Karten runter. Ey. Eisdrachen, dies, das. Bro, ich habe 1,5 Stunden im Game, ne? Ich habe, weiß ich nicht, eine Stunde, wenn überhaupt. Einmal kurz vor der Arbeit habe ich das mal angetatscht. Und ja, die meiste Zeit habe ich halt mit Packs aufmachen verbracht. Ja, ich fühle es, fühle Ich ich. habe nur diese Tutorial-Duelle gemacht so, und der Rest einfach Ja. alles gehört so. Pack Opening, Pack Opening, Digga. Pack Opening, Pack Opening. Alter, genau dasselbe. Oh Mann, So deswegen, ich habe voll. jetzt wirklich rein das Standard-Deck, ne? Also Ja, hab ich doch auch. keine individuellen Karten reingeballert, nur das Standard-Ding. Nee, ich hab auch das Standard-Deck. Ich hatte das nur mal Perfekt. irgendwie, aber dafür muss man da richtig viele Karten nehmen, dann muss ich auch ein paar Doppel nehmen. Das. Ja, deswegen. So, es wird jetzt auf jeden Fall wild, ey. Das wird jetzt funny, oder? Aber nicht hier Stream-Snipen, ne, du kleiner Stream Schlawiner, Snipe, du. Alter. Ja, was Ach denn? so. Ich kenn dich halt, ne? Ah, yo, Was soll ich dir Alter. sagen? Alter, wird das was bringen würde. Klar. Du schon. Aha. Aha. Ich brauche So, keine Apex unfairen Tricks, um Legends. dich fertig zu machen, immer. Ja, so ist das. Na, so Gucken, was ist du gleich das. auch noch sagst. So. Dass es aber auch andauernd im Fenstermodus startet, ne? Und nicht im Vollbild, Ja, Alter, Bro. das hat mich auch abgefuckt, Bro, ich habe das schon so oft geändert, aber der macht es trotzdem immer. ey. Ja, also, er gibt einen Fick auf dich. Ja. Deine Meinung? Egal. Ich finde aber die Musik richtig geil. Oh, ich habe Valorant Musik. Valorant habe ich ja noch offen. Ich habe mich schon gewundert. Vielleicht soll ich vielleicht mal schließen. Thanks to all of you, Master Duel has reached 10 million downloads. As a token of our gratitude, limited time login missions that give you a total of 1000 gems are on the way. Cool. Guter Schein. Cool. Mission. New Mission, new mission. Man kann sich sogar Karten hinkaufen. Ja. Ich hab mir auf jeden Fall erstmal den schwarzen Magier als Oh Duell-Buddy ne, also geholt. der. Easy. Holt er sich das für 300, Junge? Ja? Oh Mann, Alter, was ist denn los mit dir? Ja, was denn, Alter? Diese fucking Dinger sind sowieso umsonst, also halt die Schnauze. Hat er 6 Euro ausgegeben für ein Bild. Sehr schön. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? So, erstmal Duell, ne? Zum Duell. Ich fordere Sie zum Duell. Coming soon. Ne, Standard Duellraum. Einfaches Match. Ja, genau. Raum erstellen. Maximale Raumbelegung. Dö. Verboten limitiert Standard. Duellzeit normal. 8000. Im Raum zuschauen. Negativ. Wiederholung einsehen von mir aus. So. Raummitglieder. Macht da stand doch gerade Freunde einladen. Du kannst Follower, den du folgst, einladen. Ja, ich würde aber gerne Freunde einladen. Bist du schon im Game? Ja, klar. Warum sehe ich dich nicht? Warte mal. Freuen. Nö. Kann das sein, dass wir uns vielleicht hier auch im Game Hier adden erstmal? müssen? Ja, kann sein. Wie heißt denn du? Cool, jetzt habe ich sogar irgendeinen Bastard bei mir einfach in der Lobby gehabt. Warte, wir machen das erstmal über Freunde, so. Ja, add mich mal einfach. Ich heiße aber normal Mifu. Okay. Normal Mifu. Also jetzt nochmal wie vorhin geschrieben, ne? Ich brauche deine Spieler-ID. Ne? Die neunstellige Spieler-ID brauche ich. Was für eine. Ah, okay. Ja, 608. 608 483. 483 188. 188. Mifu! Spieler gefunden. Folgen. Gefolgt. Bang! So, dann machen wir dasselbe jetzt nochmal. Duell. Raum erstellen. Freund einladen. Ich folge dir jetzt auch.
Das ist schön. Schön, ne? Ja. Raummitglieder. So, jetzt ist sie mir als Freund angezeigt. Anheften. Freunde-Duell. Wie das geht? Ah, ja, du kannst einfach auf meinen Namen klicken und dann Freunde-Duell machen. Dann kannst du einfach so ein Lobby so direkt erstellen. Wait. Freund. Ah, Freunde-Duell. Okay, nice. Machen wir Statik oder Macht des Drachen? Macht des Drachen. Let's go! Let's go! Ja, okay, das sind zum Glück nur Fusionsbeschwörungen und keine anderen Bastard-Dinger. Warte mal, das war der, ne? Ja, der, okay. Fünf Drachenmonster einfach nur. Okay. So, Macht des Drachendeck ist ausgewählt. Hä? Warum steht bei mir hier Lord Gabriel? Hä? Hab dich mal eingeladen? Digga, wie kann ich diesen Spasti kicken, Alter? Soll ich den Raum nicht beitreten, da der bereits voll ist? Bro. Ich kotze. Freunde-Duell. So, dich eingeladen. Digga, ich dachte, du kriegst automatisch eine Einladung, what the fuck? Danke dafür. Na, oh, endlich bist du da. Nicht ausgewähltes Deck. Yes, musst du oben rechts. Duell. Oben rechts? Unten rechts. Achso, da, Digga, so. Amen. Amen. Let's go! 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 Sheesh! Ich sehe schon bald kommt der fucking, kennst du noch Beyblade? Ja, Mann. Ja, Digga, bald kommt das Ding auf Steam. Ja, ich hoffe, Alter, das wäre geil. Digga, komplett weird, Alter. Ich bin als erstes dran. Ah, yes. Du willst dir von dem Bunny aufs Maul bekommen. Verstehe. Scheiß, Alter. Okay. Sie wissen, dass Sie dran sind, der Herr? Ja. Okay, gut. Hast du auch erstmal die Karten gelesen, ne? Ja. Ja, ja. Musste ich auch gerade erstmal. Ich guck so durch. Okay. Das habe ich gerade auf der Hand. Ich so, einfach mal bitte. Entschuldigen Sie? Sie sind dran, Spitzkopf. Okay. Das ist natürlich der größte Spitzkopf, den man nur haben kann. Hallo? Oh, das ist gar nicht so mal so bad. Entschuldigen Sie, ich glaube, ich denke nicht. Ich glaube schon. Ich denke nicht. Ich glaube schon. Ich denke nicht. Ah! Das ist die Scheiße. Verstehe ich nicht, warum ich diese Karte nicht platzieren kann.
Das kann ich dir leider nicht sagen. Verstehe. Fühl ich. Wobei, nee, warte mal. Aha, der hat eine Falle. Ich weiß nicht, was du meinst. Au! Was ist denn da gerade passiert? Mifu! Mifu! Das hat mich leicht toxic gemacht hier. Hallo, ey. Jetzt mal aufs Maul hauen hier. Ich will dich einfach so angreifen. Was soll denn die Scheiße? Siggi. Das ist gegen die Spielregeln. Sehe ich nicht. Entschuldigung. Du verstehe ich nicht. Warum ich dich nicht platzieren kann. Monsterkarte oder was? Monsterkarte? Du weißt. Karte. Ach so, okay. Aber eine Monsterkarte, nicht eine Zauber- oder Fallenkarte. Ja. Okay. I don't know. Vielleicht musst du die spezial beschwören. Nee, das wird ja zustimmen, schätze ich mal. Normalerweise schon, ja. Oder hast du... Warte, wenn es ein 5-Sterne-Monster ist, geht das natürlich nicht, ne? Ich weiß ja nicht, inwieweit du mit den Regeln vertraut bist. Ach so, ja, klar. 5-Sterne-Monster... Ab... 5 und 6 Sterne fordert ein Tribut, 7, 8, 2 und darüber ein halb 3. Ah, verstehe, natürlich. Schön, dass ich alles darüber habe. Nice. Trau dich. Greif an! Mhm. Interessant. Still. Was soll denn die Scheiße jetzt? Du Fotze, Alter. Ja, du kleiner Wichser. So läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht. Du Fotze. So. Karten. Gib mir das Glück! Verdammte Scheiße, was soll die Scheiße? Das heißt Herz der Karten, nicht Glück der Karten. Das ist dasselbe. Nein. Nein, ey, Mifu. Kannst du deins vielleicht auswählen? Das wäre sehr nett. Ah, verstehe, ja. Nee. Bro, du hast einen fucking Ultra-Drachen weggelegt. Einen weißen Drachen, nicht einen Ultra, sorry. My bad. Warum? Was hat dir die Karte getan, Alter? Das muss so. Oh nein. Was hast denn du jetzt? Was soll die Scheiße? Du Stück Scheiße. I'm sorry.
Warte mal. Boah, Mifu, Alter. Gehst du mir auf die Eier, ey. Sagst du, Digga, mit 3000 mehr Leben, Alter. Was ist denn dein Problem? Gehst du mir auf die Eier? Hast du doch gerade gesagt, oder? Sagst du. Findest du? Schon so ein bisschen. Nein, nein! Digga. Ja, ey, na? Alles dufte? Ja. Gerade nicht so, ja. Das freut mich. Kannst dich angreifen. Ich will aber angreifen. Kannst aber nicht. Ich will aber angreifen. Kannst aber nicht. Dicky. Das sieht dufte für dich aus, wa? Das bringt was. Ich hoffe. Als du den scheiß Drachen weggeschmissen hast, habe ich mir schon gedacht. Was für? Wow, du Fotze, Alter. Du scheiß Fotze. Nein. Ey, er greift doch noch genau richtig an, Alter. Ich kotze. Baseball ist ja gleich da, was geht denn jetzt ab?
Kann ich vielleicht 3 Geki spielen oder Schwarzes Loch und wir fangen nochmal neu an? Ja, wow, Alter. Nimm mir doch noch mehr Grütze. Ey, dass er so lucky ist, ne? Ich kotze. Das hat nix mit lucky zu tun. Doch. Nee. Doch, 100%. Nee. Gar nichts. Doch, weil du halt solche guten Karten ziehst und ich halt nicht. Ach so. Ich hab nur Scheiße gezogen, Alter. Zugegeben, der Move mit dem weißen Drachen, der war wirklich gut, ey. Dass du den halt auf den GG's. Dass du den auf den Friedhof geschmissen hast. Ich dachte erst, das verliere ich. Denke, aber, ja, ich dachte es auch. Oh, ich dachte schon wieder als erstes. Ja. Man, du bist aber großzügig. Diese Karte schon sehr, da krieg ich einen leichten Putzanfall irgendwie. Ey, man kann sowas friedlich klären. Könnte man ja. Ja. Und warum machst du es nicht? Weil ich nicht der Typ dafür bin! Wir haben eine Rechnung offen. Ist komplett fein für mich. Mifu. 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 Ja. Was sollst du sagen? Scheiße, ich hab vorhin einen Fehler gemacht. So. Hast du noch was zu sagen? Dein schönen Drachen? Mhm. Tschüss, Schimmerdrache. Bye. Scheiße. Was ist das für eine Karte, die du platziert hast? Nichts. Warte mal. Okay. Die Karte, die ich gerade gespielt hatte, ne?
Das ist halt, dass der Schaden auf 0 annulliert wird und ich eine Karte ziehen darf. Sag mal, Mifu, noch irgendwelche letzten Worte? Das ist so eine Kackkarte, ne? Noch irgendwelche letzten Worte? Mifu, hast du noch letzte Worte? Bye! So eine Fischkopfkarte, ne? Unfassbar, dieser Drache, ne? Das ist mein Drachen in Ruhe. Der ist so hässlich, dieser Drache. Hey, was, jetzt zieht er den auch, ey. Ja, den hast du am Anfang schon weggefragt von mir, Alter. Oh! Ja, den mag ich lieber, diesen Drachen hier. Scheiße. Ja, der ist nicht schlecht. Er hat bestimmt den scheiß Drachen gezogen, ey. Ich hab keinen scheiß Drachen gezogen, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ich weiß es auch nicht. Dann ist er gut. Ich finde es halt auch so krass, dass du ein gewisses Zeitlimit hast für all deine Züge. Stimmt. Das ist ja wie beim fucking Scrabble, Alter. Oder beim Schach. Oder beim Schach, ja. Aber ist auch gut auf der anderen Seite. Ja. Aber wenn du dann online gegen irgendeinen Mongo spielst, Alter, der AFK ist oder so eine Scheiße. Wenn du eine Duschen geht, sowas. Ja. Ach so, meine Maus hat einfach mal wieder doppelt geklickt, ja. Ja, mach deine Fallenkarte. Bitte unterlassen Sie dies, ja? Ja. Ich möchte keine Gewalt. Möchten Sie das nicht? Nee. Okay. Man kann sowas friedlich klären. Aha. Mhm. Wie macht man das? Kann ich. So, wie ich gerade. Was ist denn das für eine scheiß Fischkopfkarte? Okay, doch, ja. Was? Du Bastard! Ja, ich weiß schon genau, was du vorhast. Kann nicht sein. Doch. Du greifst mich jetzt an. Ne, ist eine Lüge. Dann wird der zerstört und dann beschwörst du deinen Hurensohn. Kann gar nicht sein. Ja, die ich weiß gar nicht, worauf du eigentlich hier hinaus willst. Ja? Was unterstellst du mir hier eigentlich einfach gerade? Halt die Schnauze. Ich glaube, frech hast du mich unterstellt. Nein. So ähnlich? Nein. Gefällt mir nicht, ey. Nein. Weißt du, ich wollte diesem kleinen Hund einfach mal eine Chance geben hier, siehst du? Mann, ey. Nur weil du auch ein kleiner Hund bist? Zindel! Ich weiß nicht. Ich dachte, ja. Wovon reden die? Hä, konntest du den Effekt jetzt nicht aktivieren? Das ist eine sehr gute Frage, die du mir gerade stellst. Wir wollten das doch ohne Gewalt lösen. Ja, ist doch gewaltfrei. Was willst du denn? Richtig scheiße. Hey, hallo. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum du jetzt so zu mir bist. Passiert, ja. Achso, du hast den Kleinen nur gerufen. Ja, ich hab nur den Kleinen.
Boy gerufen. Aha. Da fragt man sich, wer dich eigentlich verarscht hat. Gar nicht, was sie meinen. Tschüss. Was ist denn das ist für eine Scheiße? Entschuldigung. Entschuldigen Sie? Hallo. Hi. Ey, was ist die Scheiße? Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet. Ja, fick dich doch. Ja, miese Zeiten, würde ich sagen, ne? Fick dich. 20.000 Fake-Trips-Card, Alter. Pay-to-win ist das hier. Pay-to-win. Sagt er, Alter. Die Scheiße jetzt. Hallo? Hero Mifu. Yo. Mifu. Dann läuft das aber nicht. Yo, Alter. Übertreib doch direkt. Achso, ja, warte dann. Ja, er hat zwei von denen, na klar. Ja, als hätte ich die vorhin beide am Anfang direkt gespielt, dann hättest du mit deinem scheiß Drachen da nicht um die Ecke kommen können. Und jetzt? Ja, mach ich jetzt. Ich aktiviere das. Nein! Fick dich! Ah, du hast mir gar keinen Schaden gemacht. Du Hure! Tja, haben dir diese zwei Karten wohl nichts gebracht, wa? Verdammt! Ich werde mal Anwalt anrufen! Oha, was ist das denn für ein Hübscher? Okay, verstehe. Mhm, im Angriffsmodus? Er wird jetzt seine scheiß Ehre nehmen, Alter. So ein Ding ist das. Fick ihn! Ah, ja. Und wie hat der Plan so funktioniert? Der Plan ist noch nicht vorbei. Also, Mifu, ich würde anfechten. Jo, was soll die Scheiße jetzt da hinten? Ich aktiviere eine Fallenkarte. Nix aktivierst du! GG's. Na, 1-1, Junge. Achso, da kann man nochmal die Dinger hier an sich angucken, die beiden Karten. Das ist also der Spieler. Kartendeck oder was? Nee, hier deine Dingens, deine Duellkarte an sich. Achso. Deine Duell-ID, wie viele Wins oder so ein Scheiß. I don't know, irgendwie so eine Kacke auf jeden Fall. Noch eins? Ja. Let's go. Bro, ich freue mich schon darauf, mein eigenes Deck zu machen, ey. Ja, dann geht's ab, komm her. Warum mich halt, du kleiner Hund, Alter? Weil ich dann zuerst angreifen kann. Ja, Acker, Alter. Kleiner Hexer. Oha, warum sind es hier noch 480 Sekunden? Wie war es vorher? Waren es nicht vorher 500? Waren es vorher 500? I don't know. Guck mal, er geht mir jetzt schon auf den Sack, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Mhm. Direkt schon unsympathisch, ey. Ich hab einen guten Start, ich hab ein gutes Startdeck. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich echt gut bis jetzt.
Duell! Ja, komm, aktiviere deine Bumskarte. Du kleiner Ficklurch, du. Wie sie meinen? Wie sie meine? Ah, was ist das denn? Was ist das denn? Wenn er wieder seinen Hurensohn Fuck Arschloch Wasserdrachen da hat, ne? Ich mach gar nichts. Und dann noch einen scheiß verfickten weißen Drachen auf der Hand hat, ey. Ich mach gar nichts. Weißt du? Nichts. Ich entspanne und chille. Also bitte unterlassen Sie diese Vorwürfe. Ich wusste es. Du bist so ein... Ich hasse dich. So ein bisschen. So gut, dass du mir so ein bisschen hast. Na, hübscher? Na, es geht. Na, alles klar. So, bei dir so. Ja, bei mir geht's auch top. Sehr schön. Das freut mich doch irgendwie. Ja, mich auch. Ja, deine. Wird ja immer besser gerade hier. Finde ich auch. Ja, definitiv. Ist schon so ein Highlight-Ding. Oh Gott, ich kotze. Warum? Weil ich das nicht will. Mifu, hör auf. Mifu! Bitte lass das. Mifu. Ja. Hey, wir können doch Freunde sein, Mifu. Ich weiß nicht, was das kann. Mifu! Hey, Mifu! Mifu! Ne? Mifu! Hey, ja. Hey, komm schon! Ja. Hey, Mifu! Ja, ja. Mifu! Na, ist klar. Das geht's! Mifu! Das ist hey, Mifu! Ja, hey, Mifu! Hey! Hey, hey, hey. Weißt du noch gestern, wo wir gesagt haben, dass wir die geilsten Freunde sind? Ja, das weiß ich noch. Mann, waren das Zeiten, ey. Mann, waren das Zeiten. War das so klar, Alter? Ist das so? War dir das klar? Du bist ein Hurensohn. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Warum das denn jetzt, hä? Ich hoffe, deine nächste Pizza hat Scheiße und darunter. Oha, das ist aber nicht gemeint von dir. Ja, okay, es tut mir leid. Es war Spaß. Na, alles klar, Flit? Ja, geht so. Na, ja, geht so. Natürlich ist alles klar!
Leck mal Eier, du Bastard! Du Wichser! Das ist scheiße! So, na komm, greif das nochmal an, du kleiner Ficker, du! Kleiner Wichser, Digga! Was war? Kommt er mit seiner scheiß Trumpfkarte an, Alter. Digga, was soll denn die Scheiße hier jetzt? Meine Nüsse! Du kleiner dreckiger Wichser. Mhm. Ey, jetzt, hallo? Aha. Ja, willst du mich jetzt angreifen oder was, ne? Na, warte mal. Oh nee, ja. Sindere! Mein Name ist Kaisergleiter! Ey, ey. Ja. Ey, weißt du noch, was denn ist? Ey! Ey, boah, das kannst du nicht mit mir machen. Siehst du doch! Was ist denn das für ein Wichser? Schade, dass man nicht sieht, wie viel Zeit der Gegner noch hat, weißt du? Ach, ist das nicht? Nee, nee, ich sehe nur bei mir den Timer. Hm. Vielleicht ist es aber auch nur in einem Freundesmatch so, dass man es nicht sieht. Wie viel hast du noch? 479. Hi. Bro. Ja? Kannst du nicht machen. Siehst du doch. Ja. Kleiner dreckiger Kothaufen. Ja, ich komm schon deck. Gönn doch. Gönn. Gönn. Du sollst gönnen. Okay, das ist jetzt frech von dir. Das ist jetzt frech. Du dreckiger Hund. Nee, das finde ich jetzt nicht okay von dir. Die wird nicht kampflos aufgegeben. Und weißt du, ich bin so maßlos enttäuscht von dir. Weißt du, die Kackkarte, die du hier gerade eben einfach so dreist aufs Spielfeld gelegt hast, einfach mal wieder schön auf dein Deck legen kannst. Was soll die Scheiße jetzt? Alle. Ey, das kannst du nicht machen. Einfach das so. Das geht nicht. Nee, das kannst du nicht machen. Ja, sieh. Ey, das kannst du. Bye, for good time! Das geht nicht. Das geht nicht. GG's. Kleiner dreckiger Hund. Wiederholung im Raum. Wenn du da drauf drückst, dann. Keine Ahnung, geht der raus. Also. Well again. Bitte? Ja. Was war das? Well again. Gibt's noch eins? Ja, natürlich will ich noch eins, hallo. Okay. Ich dachte, wir spielen jetzt immer Rocket League. So. Nach der Runde. Warum kannst du die ganze Zeit aussuchen, Alter? Das muss so ein Karma-Ding sein. Digga, du bist auch so ein Mixer. Du nimmst die ganze Zeit mich als Wärter.
Aber jetzt habe ich die krassesten Karten, ich spüre es. Das ist wie Svetti gestern, wo er meinte so von wegen so, pass auf, die Gegner bannen Bank Brain Game. Und dann bannen die nicht Bank. Ja, ja. Sindre! Und ho! Au! Und hast dich jetzt gut gefühlt dabei? Ja, schon so. Hat echt gut getan. Danke der Nachfrage. Gut. Ah, oh. Mifu. Ja? Hi. Na? Hi, na, alles klar? Weißt du noch gestern, wo wir gesagt haben, so wenn wir uns duellieren, werden wir dem anderen nicht wehtun? Daran erinnere ich mich irgendwie nicht, keine Ahnung. Na gut, dann, dann regle ich das für dich. Ist okay. Ey, alles gut. Alles gut. Mag den nicht. Magst du nicht? Nee, ich mochte nicht, dass der da auf dem Feld rumliegt. Warum nicht? Ja, nee. Aber weißt du, ich mag die Karte sehr. Ja, nee, ich mag den nicht. Nee? Zumindest nicht in deinem Deck. Oh nein. Kaisergleiter. Magst du die Karte lieber? Nee, nicht so wirklich. Ich glaube, die magst du lieber. Mm-mm. Ich glaube schon. Mm-mm. Doch, doch. Du, deine scheiß schmutzfeinen Karten, ne? Ich war ja noch dran. Ich dachte so, hä, was macht der, Alter? Ja, ich denke mir so, hä, vielleicht willst du irgendwann mal was machen? Okay, Mifu. Ja? Ich probiere jetzt mal was. Ich kann damit hardcore aufs Maul fliegen. Ja, ja. Weil ich nicht weiß, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay. Mhm, okay, es funktioniert.
Mag ich aber nicht so, weißt du? Ja, gut. Juckt mich das jetzt? Ich denke nicht. Alter Wichser. Ey, nee, ey, das kannst du nicht machen. Klar. Das kannst du nicht. Ja, sie. Machen. Hä, hey, warum wird der nicht zerstört? Ach, der hat doch denselben Effekt wie meiner. Ich Vollidiot. Was? Oh, ich dachte so. Und dann ist, oh nein. Ja, shit, Alter. Ja, GG's, ne? Hey, Mifu. Ja? So, weißt du noch damals, als du mir gesagt hast, so, dass du mich richtig cool findest? Nee, weiß ich nicht mehr. Nee? Okay, nee. Schade. Also, irgendwie erinnere ich mich daran nicht. Naja, ja, okay, dann... Du bist einfach fucking alt! Entschuldigen Sie? Du bist am Arsch, Kollege. Ja, danke, Sveti. Sveti, wann gehst du heute pennen? Ich frag für einen Freund. Ah, ich bin der Freund. Mach die Aktion gerade nicht mehr. Ey, warum? Ey, mach doch die Scheiße jetzt. Wir sind Freunde, wir sind Familie. Scheiße platziert. Nix. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Warum? Was hast du vor? Rocket League. Wenn du Bock hast. Ne, er wollte fett ins Gesicht wichsen. Das hat ja bei dir gestern schon die scheiß Aktimel. Nein, nicht die Aktimel. Die Dingensflasche übernommen. Active. Aktimel, Alter, geh dich eingraben, Junge. Hey, Mifu! Hey, na? Was geht denn? Na, du? Na? Was glaubt ihr? Das ist mir jetzt duchte. Warum hast du zwei davon? Du haben wir nicht gewettet. Alter, das wird ja immer besser. Na? Hi. Na, wie geht's? Super. Geht's dir auch so gut wie mir gerade? Ja, das ist, freut auf jeden. Mich. Ey. Er wurde ein Drache hin. Ist er verschwunden? Ja, der hat einen Abflug gemacht. Ist er einfach so durchgezogen auf ehrenloser Basis? Du Bastard, Alter, du wolltest ihn noch ein fucking. Du Mizzet, ey. Ey, ich weiß gar nicht, worauf du hier hinaus willst. Was unterstellst du mir gerade? Nichts. Egal, dann gehen wir wenigstens mit einem 2-2 hier raus. Ey, aber das macht ultra Bock, Alter. Stimmt, ja. Also Sveti, lad's dir runter, Mann. Ist halt für low. Mifu und ich bin ja auch ohne Synchro und ohne Pendelmonster. Haben wir auch direkt gesagt. Junge, fick dich doch, Junge! Ja, was denn? Ja, was ist das für eine Bums-Arschloch-Karte? Geh doch kacken, welche? Ey. Ja, komm, Alter, ich greif dich damit jetzt an. Fick dich, ey. Was? Ey, du kannst jetzt hier nicht meinen Axtdrachen einfach so killen. Doch.
Ey, nee, das ist ein bisschen frech von dir. Kannst du nicht bringen. Oh. Aua, Mann. Ey, das tut voll weh. Deine Gefühle verletzt? Ja, schon so. Hast du verdient, du Bastard! Das war mein Sidekick-Drache, ja? Ja, das wird ja immer geiler. Na? Alles klar? Hm. Das ist noch rumreißt, ne? Dann replay. Ey, du bist so ein Hurensohn-Spiel. Jetzt fällt die Latze nicht runter. Ja, GG's, ja. Ja, was ist denn das denn, wenn sie sich erschnitten? Ich hätte noch eine einzige Chance gehabt. Dafür hätte ich aber jetzt eine bestimmte Karte ziehen müssen. Da ich nicht weiß, ob du jetzt Feierabend machst, sag ich dir nicht was. Bin gerade dabei. Nice. Was, dass er sich das runterlädt? Ja. So, letzter Spielzug von dir, Flays. No. Mach was draus. Ja, I try, Alter. Du müsstest deinen Zug auch beenden dafür. Ne, ich hab noch kurz überlegt. Mhm. Mhm. Schlechte Ausrede. Ja, bringt nichts. Bringt nichts. Das sieht windable aus für dich. Sieht irgendwie ein bisschen windable aus. Gleich, wenn du mir noch einen Zug gibst, dann ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber so läuft das hier nicht. Schade. Bye! Bye, Breton! GG. Nee, die Karte, die ich hätte gebraucht... Das war vorhin, als ich das 2400er Monster hatte. Ah ne, warte mal. Ich hätte nur im Prinzip jetzt waghalsig Voranstürmen gebraucht, dann hätte ich nicht meinen 2400er Drachen aus dem Friedhof wiedergeholt. Ah, und hätte dann hätte mich damit gefickt. Dann hätte ich dich damit hops genommen, ja. Ja, aber dann hätte ich einfach einen anderen Drachen von mir gerade nochmal platziert, den wieder weggeschmissen und dann den anderen nochmal geholt, den du vorhin hattest, den. Ah, ja, okay, gut. Ja, ey, das bockt aber echt unnormal, Alter. Digga, wie ich die zwei scheiß anderen Drachen hatte, die beide weggeschmissen hab für den, Alter. Ja. Ach, guck mal, du musst echt ein Deck auswählen und kannst dann nicht das Deck ändern, weil sonst verlässt du nämlich den Raum. Ja, ja. Krass, Alter. Startdeck oder halt Deck neu stellen. Ja. Ja, ist dann komplett vorbei. Kann man eigentlich Lobbys auch dann theoretisch zu viert machen und dann 2 gegen 2 spielen? Bestimmt. Weil das wäre auch noch richtig geil. Mhm. Warte mal, ich guck mal, ich erstelle mal fix einen Raum. Ja, das ist aber noch derselbe Raum. Warte mal. So, Raum erstellen. Duellzeit. Ach so, kann man sogar noch erhöhen. Ach, guck mal, man kann sich sogar parallel duellieren. Ah, oh, krass. Kann man theoretisch eigentlich so ein Turnierbaum in dem Sinne sogar eigentlich machen. Warte, ich öffne kurz noch ein paar Packs.
Ja, wir starten ja sowieso kein Match. Nein, nein, ich weiß Rocket League, Matze, meine ich. Ah, so. Aber das wäre ein wildes Update, wenn sie das in Zukunft reinballern würden. Dass man das irgendwie 2 gegen 2 spielen kann. Namen des Freundes eingeben. Warte mal, kann ich dir schon folgen? Nee, das glaube ich nur in der allgemeinen Liste hier dann. Ja. Ist nur in der Dingens. Svetti, komm mal Discord, Mann. Warum ist das Ding so so laut, goddamn? Ja. Ah, der, guck mal, der Kack-Battle Pass. Der ist aber nicht, bezieht sich nicht auf Spiele unter Freunden. Hi, was geht? Was geht? So, jetzt habe ich ein paar coole Karten gezogen, so, jetzt mach ich mal kurz ein Deck. Jetzt ist die Frage, was geht heute noch? Wollen wir Rocket League spielen oder wollen wir jetzt hier weitermachen? Eins gegen eins und einer guckt immer zu. Yu-Gi-Oh! Ich hätte schon irgendwie Bock auf Yu-Gi-Oh! Muss ich sagen. Ich auch, muss ich sagen, Alter. Okay, dann machen wir das. Ja, aber warte, ich will kurz ein eigenes Deck erstellen. Ja, ja, komm, weißt du, wie lange das dauert? Weißt du, was ich will? Weißt du, was ich will? Mein Traumdeck, was ich früher auch gespielt habe, und zwar das Dino-Deck. Okay. Dino-Deck, Alter. War das so ein Structure-Deck oder was? Was Deck? War das so ein Structure-Deck, also so ein vorkonstruiertes mit irgendwelchen Kombis oder was? Ja. Hm. Das habe ich damals zum Geburtstag bekommen von meinen Eltern. Damit war ich Nummer 1 in der Klasse damals. Bro, weißt du, ja, wie viel... Jeden besiegt. Ich frage mich wohl, warum, Alter, mit so einem scheiß OP-Wix-Deck, Alter. Weißt du, wie viele fucking Decks ich im Schrank liegen habe, Alter? Und Karten so auch noch. Achso, das ist Extra-Deck. Extra-Deck sind, glaube ich, bis zu 15 Karten, die du halt dann eben mit deinem normalen Deck tauschen kannst. Da frag mich nicht, wie das funktioniert, das habe ich nie gemacht. Ich bin bei dieser 5 GB zusätzlich runterzuladen. Ah, cool. Das Ding ist, Mifo, wenn du dir jetzt ein Deck erstellst, ne, es wird ja da trotzdem nur das normale. Das ist richtig. Ich hab das Drachendeck, ja, das ganz normale. No. Oh. Kann man aus allen Karten. Nein, du musst Deck ziehen. Dann erstellen? Ja. Ja, theoretisch schon, aber du musst halt ziehen. Also, du kannst halt Booster Packs aufmachen. Ja. Und also, du musst die Karten besitzen. Dann kannst du die benutzen dafür, um Decks zu erstellen. Ich hätte mir schon ein Dino-Deck zusammengebaut. Ich check diese Synchro-Beschwörung nicht. Na, ich auch nicht. Synchro und Pendel, Alter, hab ich nix mit am Hut, Alter. Ich raff das null. Aber ich hab schon ein paar richtig nice Packs gezogen. Das Geile ist, wenn du halt dich jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, wenn du dich halt ein paar Tage hintereinander einloggst, kriegst du halt solche, ich weiß nicht, Diamanten oder wie die Scheiße heißen. Und davon kannst du dir dann solche Booster-Packs einfach holen. Ich würde dir empfehlen, hol dir dann immer im 10er-Pack. Dann kriegst du halt noch coolere Belohnungen. Und ja, ich habe, bevor ich mit Mifu heute das erste Mal ein Duell gespielt habe, habe ich 1,5 Stunden im Game gehabt. Und ich habe in den 1,5 Stunden nur Packs aufgemacht. Bro, Alter, das war echt schon ekelhaft, ey. Und in den Packs kannst du dann neue Packs finden. Die kannst du dann auch quasi mit diesen Dingern kaufen. Also das ist halt schon richtig nice gemacht. Okay. Und es geht schon so in die Richtung, hast du ja gerade schon gesehen, so beim Duellieren, geht's halt in die Richtung von Magic halt. Yeah. Und ja, ansonsten erinnert mich halt viel vom Menü und so alles, erinnert mich an Duel Links. Aber Duel Links war so ein beschissenes Game, Alter. Da hast du angefangen und hast irgendwann relativ am Anfang sogar schon Slifer bekommen. Dann dachte ich mir auch so, ja wow, Alter, wenn du die Scheiße hinterhergeschmissen bekommst. Das ist nicht so geil. Slifer, den Himmelsdrachen hast du schon bekommen am Anfang? Ja, nicht direkt am Anfang, aber relativ zügig. Du musstest halt diesen Typen besiegen, den auch Yugi damals besiegt hat. In Staffel 2, glaube ich, war es. Ja, doch, das war schon Staffel 2 in Battle City.
Und aber der war halt auch so leicht zu bespielen. Und dann habe ich als Belohnung halt Slifer bekommen. Dachte ich mir so, wow, Alter. Wenn das denn nicht mal so wirklich Arbeit ist, dann ist es mir nichts wert. Kein Grind, kein nix. Aber ist das dann so wie bei Hearthstone, dass du Leuten einfach zuschauen kannst, den Freunden? Ja, ja, klar. Du kannst sogar jetzt hier Duel Live anderen Leuten zuschauen. Wirklich? Wir könnten einen Raum machen mit, weiß ich, 4 Leuten oder so und können uns sogar parallel duellieren. Das ist cool, ja. Das ist richtig cool. Ich fänd's noch, also es gibt noch ein einziges Ding, wo ich sage, das wäre noch geil, wenn sie es implementieren, wenn du nämlich ein 2 gegen 2 beispielsweise noch spielen könntest. Das wäre wild, ja. Das wäre, ich fänd das so hardcore sexy, Alter, das haben wir nämlich früher immer gemacht. So, ich bin fertig. Nice. Dann gib mir mal deine Duell-ID, wenn du dir gleich einen Account gemacht hast. Mit Zetti. Ja, aber ich brauche ja deine Nummer. Duell-ID. Ein 9-stelliger Code. Oh, Mifu, es gibt neue Zubehördinger. 509? Warte. Oh, Bro, Alter, ich hab gesagt gleich. Und er so, ja, 509? 743? 509. Ja? Da. 509-870. Mhm. 010. Ja, Enter. Also doch, der Moi. Folgen. So, nice city. Das war nice city. Das war ja. Das war schisch. Das war schisch. Okay, Duell. Dann machen wir mal ein einfaches Dingen. Warte, ich löse den Raum nochmal auf hier. Ich muss einen neuen Raum machen. Was? Okay. Weißt du, er geht weg. Oh, gleich wieder da. Ja, okay, danke. So. Rekrutieren von Mitgliedern. Im Raum ja, zuschauen. Jo, ja. WB. Okay, nice. Perfekt. Okay, Raum steht, Boys. Wie join ich? Warte, ich kann euch, glaube ich, einladen. So. Jo. Beide eingeladen. Der Raum ist aufgelöst worden. Nein, jetzt gerade habe ich einen Raum gemacht. I'm in. Nice. Wie betrete ich das? Ich vermute mal per Shift Tab. Oder Mifu? Ich weiß nicht, ich habe ja bisher nur Räume erstellt und nicht selbst Einladung angenommen. Achso, was? Ja, ich bin einfach nur auf vielleicht dein Name und dann Duell. Ah, okay. Also eher auf Freund Duell, okay? Ja. Was, warum ist mein Ding verboten? Was soll die Scheiße? Nice. Bin ich jetzt da? Ja. Dann macht ihr doch am besten das erste Duell. Ich kann sein. Na, so geht das, okay. Ja, ich mach das Drachen, komm. Aber schade, dass sobald man einen Raum erstellt hat, dass man da nicht Parameter noch mehr ändern kann. Er ist auch so übertaken. Ja. So, warte mal. Könnt ihr jetzt das Ding starten? Ich habe jetzt auf Duell beginnen geklickt, ja. Ja, Mifu auch? Ja, es geht los. Wie kann ich denn jetzt zugucken, Alter? Na, wir sind noch in der Pickphase. Oh, endlich! Ah, ja, jetzt kann ich zuschauen drücken. Nice, Mann. Was hast du eigentlich jetzt gerade für ein Deck, Sadie? Das, was wir vorhin hatten. Hast du jetzt ein Custom-Deck, Mifu? Nee, konnte ich nicht, war verboten irgendwie. Okay, gut, weil das ist ja ein bisschen ehrenlos sonst. Schön, dass ich nicht versucht habe. Ja, sehr ehrenvoll von dir. Ich sag's dir, wie es ist. Was für eine Kackkarte, Alter. Warum soll ich die? Naja, ist okay. Oh, die Karte liebe ich doch. Das ist eine schöne Karte. Ich fänd's noch geiler, wenn ich die Hand von euch auch sehen könnte.
Was siehst du gerade? Nur das Spielfeld? Ich seh nur das Spielfeld aktuell und das, was halt offen liegt. Okay, aber nicht das, was ihr in der Hand habt. Das kann ich nicht sehen. Oder kann man es vielleicht anpassen? Nee. Ich kann hier den kompletten Feed nochmal sehen. Ah, warte mal. Kartenbeschreibung automatisch. Die Beschreibung einer Karte wird nicht angezeigt, wenn sie beschworen oder aktiviert wird. Verdeckte Karten als verdeckt auf dem Spielfeld werden als transparent angezeigt. Da verdeckte Karten, ne? Der hat mich so komisch angeschielt, weiß ich nicht. Aber du musst draufdrücken, um den zu ziehen, okay? Oder vielleicht, wenn ich das hier anzeigen mache? Nee, auch nicht. Ich hoffe mal nicht, dass du meinen Drachen angreifst. Sag mal, wie lieb der aussieht. So, ich bin mal kurz AFK. Gehen wir mal zu Futtern holen. Lasagne? Nee, das wäre jetzt aber wild, Alter. Ich habe mir Shopsteak, habe ich mir vorhin gemacht, mit Reis. Dein Ernst? Was für ein Steak? Ja, Mann. Warum hast du mir kein Foto geschickt? Achso, sorry. Boah, Junge, ich liebe Fotos von Steaks einfach. Weil ich esse gerne Steak. Ich habe es nicht gut rausgebracht. Achso, okay. Ja, okay, dann verzeih ich dir. Hat's dir wenigstens trotzdem geschmeckt? Ja, sicher. Sehr gut. Rausgebracht. Sehr gut. Gut, so bin ich kurz AFK. Na, alles dufte? Was glaubst du, Digga? Mir geht's super. Auf der Gier wäre am besten. Ja, haben sie das geändert? Wenn man Monster-Verteidigungsmodus angreift, kriegt man trotzdem einen Schaden? Ja, wenn man zuerst. Ah, Digga. Okay, das fühle ich gar nicht. Was ist denn das da gerade? Hallo? Ey. Mo Meister, na, alles doof. Was geht hier hin? Alles klärchen.
kein Deck, mit dem ich spielen kann. Sehe, haben wir hier Schwanzvergleich, wa? 2450. Aber ich zitiere gerne jemanden, der vorhin was bei mir in den Chat geschrieben hat. An Sveti gerichtet. Du bist am Arsch, Kollege. Er wusste es instant. Guter Mann. Guten Zauberkarten. Ja, GG. Ich kann keinen Monster mehr. Bruh. Ich kann keinen Monster mehr. Ja, GG, ne? Wollen wir mal machen, der Gewinner, oder wollen wir Verlierer machen den anderen dann? I don't know. Könnt ihr schon. Wie ihr wollt. Lass mich mal gegen Sveti, weil wir haben ja vorhin schon die ganze Zeit. Fast. Und machen wir das, haben wir jetzt erst. Du, ne? Dann GG. GG. Und jetzt spielt Sveti einfach noch so aus dem Hinterhalt. Rein, Geki! Ja, oder mal. Er holt einen Glock raus. Ich hab vielleicht das Kartenspiel verloren. Aber nicht das Spiel des Lebens. So, mein Freund, Spielwechsel. Jetzt spielen wir russisch Roulette und du fängst an. Wie kann ich einfach... Ah, so, okay. Perfekt. Wie hast du zugesehen? Da steht gleich, da wo Duellbeginn bei dir vorhin stand, steht gleich Zuschauen. Ah, okay. Kannst du einfach ganz entspannt draufdrücken und ja. So, Wetten sind platziert. Enttäuschen. Die Frage ist, mit wem redet er jetzt? Ja. Ja. Okay. Oh, Sveti. Ich hasse ihn.
Karte, die gerade gelegt wird, kann aber nicht angreifen, oder? Ja, doch, die kann angreifen, ja. Achso, aber dann fuck you. Aua. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ah, das Coole ist, du siehst immer, wer von beiden gerade dran ist. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Karte gelegt hast und Sveti kann jetzt einen Effekt aktivieren, Mifu, dann geht unten diese blauen Dinger gehen bei ihm dann oben hin, weißt du? Mhm. Das ist echt nice, dann hast du immer auf dem Schirm auch so, wer gerade dran ist. Wenn du dich das nächste Mal wunderst, warum du drückst und drückst und drückst und es passiert nichts. So schlimm? Ich krieg keine Karten. Okay, das ist wirklich mies. Na, das Deck ist noch nicht auf mich ausgelegt. Denn jetzt ein Dingensboost? Warte mal. Blablabla. Die erhält Attacke und in Höhe der Hälfte der Grundattacke des... Ah, okay. Lol. Okay, das ist ja heftig. Jesus, ey. Ja, Mann, komm, wir machen ihn noch stärker. Fucking go! Okay, da bin ich dabei! Let's go! GG, ey. Ey, da musste ich jetzt mit einsteigen. Oh, komm, wir machen ihn noch stärker. Alles klar, da bin ich dabei! So, aber ich würde sagen, weil mein Baguette in 4 Minuten fertig ist, macht ihr jetzt das nächste Duell wieder. Und ich schaue mir das dann sehr gerne beim Snacken an. Okay. Ja doch, die Karten mag ich.
Eigentlich schon krass, ne? Dass dieses Game einfach free to play ist, Alter. Ich find's gut. Ja, natürlich ist es gut, aber ganz ehrlich, Alter. Ich glaube, es hätte sich niemand beschwert, wenn du dafür jetzt einen Zehner oder so bezahlt hättest. Wäre auch okay gewesen, ja. Also. Ja, Zehner wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. So gut, wie das einfach aussieht und alles. Muss ich schon sagen, Alter. Wenn ihr überlegt, hier dieses andere Yu-Gi-Oh!, was vor einer Zeit rauskam. Oh Gott, wie heißt es nochmal? Duel Link oder so? Nee, nicht Duel Link. Kein Bock jetzt nachzugucken. Aber auf jeden Fall hat das ja auch 15 Euro gekostet. Also. Aber die haben es natürlich schlau gemacht, ne? Die holen sich das Geld natürlich durch diese ganzen Ingame-Käufe da wieder. Ja, ja. Also, ist schon clever gemacht. Ein komischer Keck hat da schon Geld ausgegeben. Ja, so ein Mifu, der, ne? So ein Baguette, ja, der so ein Baguette gerade im Ofen hat. Bro, ich hab kein Geld dafür ausgegeben. Aha. Hab ich wirklich nicht. Aha. Bist du dumm jetzt, Mifu? Ja. Gut. Du kriegst doch diese komischen Dinger dafür, ja, einladen. Und davon kannst du dir halt solche Sachen halt auch holen. Und weil ich halt davon keine fetten Booster-Packs mehr aufmachen konnte, dachte ich mir so, ja komm, dann butterst du jetzt da ein bisschen rein. Ein bisschen halt für die Optik. So, dann geh ich auch mal gucken, ob mein Baguette fertig ist. Tun Sie dies. Du bist so ein Wichser, ne? Ey, so die Pizza. Digga, du tötest uns beide. Wenn ich untergehe, gehst du auch unter, du Bitch. Warum bist du jetzt wieder? Achso. Das ist der Effekt von deinem Monster. Ja. Ich sag einfach zurück. Verpiss dich! Just in time, Digga, Alter. Genau perfekt abgepasst. Kommst, dass ihr beide exakt 4100 Punkte habt? Wenn wir beide Idioten sind. True, true. Du hast jetzt aktiviert diese Karte, dann zu schauen, wo ich Ey, Bro, das kannst du. Ja. Die Zauberkarte spielst du nicht aus. Digga. Ich find's geil, wie ihr einfach beide jetzt noch 2-9 habt. Digga. So dämlich, Alter. Geil, Alter. Du Mifu. Es war so klar. Du Mifu. Ich glaube, du bist am Arsch, Alter. Wenn das es dir auffällt. Nein, warum nicht mit dem Drachen? Weil ich Angst hatte wegen der Zauberkarte. So. GG Boys. Playst du jetzt? Ja. Ja, dann viel Spaß euch beiden.
Natürlich bin ich als Erster dran. Natürlich bin ich als Erster dran. Sieg. Kleiner Wichser. Gönn. Also ich finde meine Hand jetzt nicht so geil. Auch nicht. Oh ja, ich sehe ein Problem. Gesundheit! Okay. Muss das nicht irgendwie einstellen? Nee, leider nicht. Gesundheit! Gesundheit. Nachfleisch, alles gut? Ja. Was willst du machen, Alter? Wenn du den Scheiß ziehst. Mir fällt gerade an, dieses Schimmerdrachen hatte ich auch mal im Deck. Nice. So ein dreckiger Hund. Du hast die Karte zu früh aktiviert, Mifu. Du bist so ein dreckiger Hund. Du hättest sie erst in der Battle Phase dann aktivieren sollen. So, warte. Das ist so wie ich und Mifu, Digga. Hm. Aber ich werde Monster Ring des Todes. Aber ich werde Monster Ring des Todes. Ja, so muss das aber auch sein, ganz ehrlich, Alter. Warum verliert er jetzt keine Lebenspunkte? Weil der im Verteidigungsmodus war. Ja, meins war vorher auch im Verteidigungsmodus, ich habe Lebenspunkte kassiert. Ja, weil es gibt bestimmte Karten in diesem Deck, da geht der Schaden auch durch die Verteidigungspunkte durch. Das steht aber dann immer auf der Karte mit drauf. Beispielsweise diese eine komische Drache, der macht Damage durch die Verteidigung hindurch sogar. Mifu, Alter. Get out of my way. Okay. Oh nee, Digga. Er holt seine Pillow-Karte zurück. Der kleine Hund. Wie war das? Ja, das hab ich richtig verstanden. Hast du meine Karte gerade Pillow genannt? Ja. Scheiß Schimmerdrache, ist gar nicht so schön. Ah gut, dann müssen wir das. Dann müssen wir das. Dann müssen wir das ändern. Scheiße. Ey, ich fand den Schimmerdrachen doch echt mies geil. Das weißt du noch damals, Mifo, als du ihn beleidigt hast? Mifo. Egal.
Könnt ihr euch noch an das Harpien-Deck erinnern? Oh ja. Digga, du hast eine Karte gespielt, auf einmal hatte sie fünf Monster. Und dann ja. Okay. Und noch eine Harpie, und noch eine Harpie, und noch eine Harpie. Und diese Harpie aktiviert den Effekt von der anderen Harpie. Und dann ist dann noch eine Harpie beschwert. Hau mal auf, du Bitch. Du hast keinen Platz mehr. Also irgendwie sieht das nicht ganz so knorke aus. Ist das so? Also ist mir irgendwie ein bisschen Piss. Kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, Mifu. Mifu, streamst du aus? Ah. Schade, sonst hätte Sveti auch bei dir gucken können. Ja. Kann eine Discord-Übertragung anmachen. Oh ja, stimmt, das geht. Ja, mach an. Meinst du, das lohnt sich noch? Boom! Shots fired! Kleiner Hund. So ein kleiner, dreckiger Wichser. Oh, Mifu, ich seh dein Problem. Ja, das ist schön. Ah, oh, chillig! Nice! Dasselbe Problem hatte ich mit dir auch. Jessica, was kann ich mit diesen Scheißkarten hier machen? Ich will den hier haben. Geh aufs Feld, los! Oder du? Das ist egal, einer von euch beiden. Digga. GG. GG. GG, Alter. Ja, Digga, von dem kommst du nicht mehr zurück. Natürlich. Ich meine, du hast jetzt nicht verloren, aber. Nächste Runde wird easy. Sveti. Switch gleich, das siehst du ja. Gleich, der Glück. Willst du vielleicht deine Aussage überdenken? Warum? GG, Mifu. Extra für den zweiten aufgehoben, Alter. GG. Du dreckiger Hund, Junge. Bist du mir leid? Lass mich nochmal gegen Flash. Na. Oh, du Bitch. Oha, Alter, okay. Warum bist du okay. Jetzt so? Mach ich Mifu extra für dich. Mifu, ich mach für dich auch an, okay? Ja, Mann. Jetzt klopft er. Jetzt klopft er. Okay. Oh, vielleicht kriegst du Fett aufs Maul. Kann sein, ja.
Digga, wie aggressiv er die Karten hinlegt, ne? Hier noch eine! Hier noch eine! Du bist dran! Der schmiss hin! Obsta, was geht? Hallo, hallo. Hey, Sveti. Ja? Komm, lass durchgehen. Komm schon, sei Ehrenmann. Sveti, komm schon. Ja, komm, ich bin ein Ehrenmann, komm. Dafür Digga, das war Spaß. Aber nicht an, okay? Okay, gut. Hätte ich sowieso nicht gemacht. Hätte ja keinen Sinn gemacht. Aber dafür mache ich den anderen Move nicht, den ich jetzt hätte machen wollen. Okay. Ah, das wolltest du machen, vielleicht du. Dreckiger. Eventuell. Ah, den. Bei uns geht nicht viel. Und bei dir? Tu es, Sadie. Nein. Tu es! Du hast ja Eier. Du darfst sie nur vorher aktivieren? Ja. Das ist schon Bullshit. Alter, das ist doch richtig scheiße. Bringt aber nichts. Weil deine Karte ja zuerst rankommt. Aber ich wollte sie nur zeigen. Achso. Du bist auf Wolke 7? What the fuck? Was ist denn da los? Okay, jetzt hast du was Anzügliches gesagt. Ja, siehst du, ich kann nicht angreifen. Deine Karte hat trotzdem aktiviert. Ja? Lol. Ja. Hä, voll dämlich. Deine war doch die erste in der Kette. Ja, aber es hat ausgewählt, dass es deine zuerst nimmt. Bist du sicher? Ja. Oh, okay. Ach so, deswegen. Hey, Sveti. Aber dann machen wir es equal, okay? Wir beide einfach gleichzeitig Ja gesagt haben. Nicht nur deswegen. Ja, dann erzähl doch. Oder schreib mir Sveti. Aufs WhatsApp. Hey, yo, Flays. Ja? Das wird lustig. Komm jetzt nicht mit, ich hab einen Plan. Flays, ich hab einen Plan. Er hat einen richtig guten Plan, der Boy. Ich hab einen Plan. Weh, du kommst mit deiner verfickten Bucky, Alter. Oh, oh. Sveti. Du hast, glaube ich, die fünfte Regel missachtet. Jo, ich hab einen Plan. Please, please, ich hab einen Plan. Das ist aber nicht okay. Nein! entweder Mifo oder Sveti. Wer gerade Flays gesagt hat. Ja, das ist schon eine kleine Flays. Ist das Schiss? Nee. Du? Ist das Schiss? Nein. Bist du sicher? Ja. Ey, Obst, wäre das Spiel auch was für dich? Es ist flau halt, ne? Ich weiß ja nicht, ob du was mit Yu-Gi-Oh! Anfangen kannst. Also ich würde es nicht riskieren. Okay, danke, lass mich halt nicht ausreden. Yo, Sveti. Oh, fuck, Sveti. Lutsch meine Eier! Den hast du nicht lang, mein Freund, ne? Ey, Sveti. Bastardkind! Ich hab immer noch ein Monster mehr als du. Das ist jetzt aber frech von dir. Findest du, die Aussage ist okay? Ja.
Oh nee, Digga, halt's mal. Sveti, wie sieht's jetzt aus? Nee, nichts Gutes. Bitte nicht. Wie sieht's jetzt aus? Oh nee, Digga. Dieser Bastard. Lutsch meine Eier! So viel Kartenglück kann man doch nicht haben, oder? Boom! Und weil es so schön ist, boom! So, Sveti, jetzt musst du einen heißen Scheiß ziehen. Yo, Sveti, na du! Karte mit schwarzem Loch, Alter. Wo ist meine Karte mit dem schwarzen Loch? Gib ich gerne. Oh, ja! Oder Gengi! Let's go! Wehe, du hast die auch gezogen, Alter. Greif mich an, Bitch! Greif mich mit deinem blauäugigen Drachen an. Greif mich mit dem... Digga. Ich sag's dir, Blaze, du wirst es nicht bereuen, wenn du mich mit ihm angreifst. Ich schwör's dir. Ja, fuck it, ist mir egal. Ich weiß nicht, kann ich es dann nochmal aktivieren? I don't know, sehen wir jetzt gleich. Ah, schade, ich hab's nicht nochmal. Oh ja, doch! Let's go! Let's go! Jetzt müsste ich auch noch einen haben. Digga. Boah, ist das jetzt auch richtig wild gewesen wäre? Sündenbock. Diese vier Lamas oder nee, ja, oder Lomböcke Mann, da. Ja, Mann. Das wäre jetzt das, die Karte hätte die Karte, die Karte hätte ich auch. Die Karte, ja, hätte Mann, ich die habe ich auch massig gehabt, Alter. Ich habe so viele fucking Starterdecks von Yugi, Joey, Kaiba, Pegasus gehabt. Egal, heute habe ich die Karten sowieso alle noch. Hab das damals geplayt, also real life. Oh, nice. Aber glaube nicht, dass es jetzt noch mein Fall ist. Also wie gesagt, das ist für lau, ne? Ich sehe uns schon so in 20 Jahren so, mit so echten Karten und dann so visuellen Monstern so. Ey, ohne Witz, ne? Ich würde das so hardcore feiern, Alter. Wenn's einfach wie bei Battle City dann aussehen würde, Alter. Schmeißt dir diese fucking Projektoren hin, Alter. Und dann siehst du nur noch, wie diese Missgeburten in der Innenstadt stehen. So, ich spiele den schwarzen Drachen! Ey, was hab ich denn für Scheißkarten? Achso, warte, vielleicht mal übertragen für dich an. Nee, alles cool, ich lebe mit dem, was hier ist. Alles gut. Okay. Mit dem, was hier ist. Ja. Es erhöht ein bisschen die Spannung auch für mich. Hab dir geschrieben auf WhatsApp, alles klar. Ich hab mir schon sowas in der Richtung gedacht. Klar, super aus, Alter, was los mit dir? Ey. Bist du mein Zug nutzt? Bist du dir sicher? Jetzt. Durchgecheatet, der blaue Drache kommt instant. Der blaue Drache? Ja, oder wie hieß der blauäugige Drache? Blauäugiger weißer Drache. Mit eiskaltem Blick. Ah, Mann. Ey, Sveti, du hast aber keine Karten mehr, ne? Nee. Scheiße, Alter. Ey, das kannst du nicht bringen. Weil wir wollten uns ja alle diesen Sommer sehen, Alter. Dann bring ich einfach Karten. Ich bring einfach Karten für uns alle mit, Alter. Let's fucking go, Digga. Ich hab so viele fucking Structure Decks, Alter. Das war ein bisschen frech. Ein bisschen, weißt du? Weiß jetzt nicht, warum du diesen Move gemacht hast, so, weißt du? Ich fand's auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Ja, oder? Siehst du? Also, ich finde so auf der Freundschafts-Arschloch-Skala ist es schon so eine 7. Okay. Du, ja, aber das bringt doch nur Attacke. Ja. Scheiße! Ja. Ich will kein Monster auswählen. Nein. Oh, das geht auch nur auf offene Monster. Ach du Scheiße. Ja, okay, aber spätestens, wenn du die Karte ja jetzt angreifst, dann wird die ja geflippt. Und glaube ich, dann hätte er sie nochmal aktivieren können. Nee, glaube ich nicht. Doch, ich meine schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig, aber ich meine schon. Egal. Ja, weil normalerweise es gibt ja auch normale Flip-Effekte. Aber wissen tue ich es natürlich jetzt nicht.
Ja, aber trotzdem geht das auf Angriff, nicht auf Attacke. Ja, ja, klar, das sowieso. Das war ja auch geil, ne? Wir spielen so die erste Runde, Alter, und ich höre vom Mikro, warum kann ich die nicht spielen? Warum kann ich die nicht spielen? Ich so, hä? Normale Karte oder Zauber- oder Fallenkarte? Meinst du, ne, normale. Ich so, ja, Mifo, ne, du weißt, Monster mit Level 5 und höher müssen halt mit Tribut beschworen werden. Ach so, ja, das wusste ich natürlich. So ein Kecko, Alter, ey. Wart ihr eigentlich mal auf solchen lokalen Turnieren oder so? Mhm. Also nicht in Yu-Gi-Oh! Sondern in Magic. Ah, okay, nee, ich hab das nie mitgemacht gehabt. Ich hab immer, wenn wir halt vom Taekwondo aus Turniere hatten, haben wir da auch Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das ist frech. Das ist du wirklich hast mich angegriffen. Frech. Aber ich muss sagen, Mifo hat schon einen Punkt. Weil da kam ja vorhin so eine Arschloch-Aktion von dir. Also, ja, du hättest mich nicht angegriffen, wäre es nie zu diesem Zug gekommen. Zu diesem Eklat. Also genau. Ich finde, ihr habt euch jetzt schon so ein bisschen in der Mitte getroffen. Ja, oder? Das finde ich auch. Ja. Jetzt darf halt nur keiner von euch den anderen bescheißen. Aber das wird kritisch. Das wird doch nicht passieren. Du kleiner Dreckiger. Ich wollte da eh nicht angreifen, alles gut. Er macht diesen. Wollte eh nicht angreifen, was willst du eigentlich von mir? Oh fuck, Alter, ey. Ey, Obst, hast du eigentlich Bock, normales Rainbow hier und da mal zu spielen? Weil ich habe jetzt vor, das halt wieder häufiger zu spielen. Und ja. Was ist denn das da oben links jetzt? Hm, links oben? Von mir aus. Meinst du diese Brille oder was? Was? Nein. Diese scheiß Karte, die er gelegt hat. Ach so. Ja, gut. Das ist eine gut berechtigte Frage. Danke. Don't worry about it. Don't worry about it. Bastard. Don't worry, bro. Nothing gonna happen. Es war halt wirklich nicht mal was dramatisch. Ach so, scheiße. Du hast die offene Karte Kleiner gelegt. Kleiner Hosenscheißer. Oh, dann hat er die Rachenhofflöte da hinten gespielt. Ich dachte, Mifu geht auf die Verdeckte. Nein, ich doch nicht. Ne, die kommt jetzt dran. Ja, genau. Oh. Naja, gut, aber immerhin ist die Karte weg. Trotzdem, also. Ja. Och nee, Digga. Ich wusste nee. Das. Ich wusste das. Fuck. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und? Dein Kollege kommt. Oh. Mormascha. Der kleine Bruder. Das ist Yu-Gi-Oh! Gibt's nicht bei Disney, oder? Ne, bei Netflix. Ey, wir müssen das eigentlich zusammen gucken, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Mifu. Mies, aber gut, was hätte ihm nicht viel gebracht, ne? Hat halt weder den Herr der Drachen noch irgendwelche Karten auf der Hand. So, die zwei Brüder kämpfen mal kurz gegeneinander, ne? Ne, hör mal auf. Ja, bringt ja nichts. Weil die ja nicht im Kampf zerstört werden können. Aber den Fehler habe ich vorhin auch gemacht, seit dir. Ich habe zwar nicht mit meinem, also nicht mit derselben Karte angegriffen, aber mit der anderen. Und dann ist mir eingefallen, fuck, der Bastard hat denselben Effekt wie ich. Ist okay. Aber verreckt dein komischer grüner Bastard auch gleich. Und jetzt können hier die OP-Karte. Ja, er zieht bestimmt jetzt so den weißen Drachen, Alter, und kann ihn nicht sammeln. Oder er kommt mit Exodia um die Ecke, hat so nur den Kopf auf der Hand.
Ey, Digga. Jetzt hat er dich an den Eiern, Alter. Ah, fick dich doch. Jetzt hat er dich an den Eiern. Vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal nur so, dass du die Karte zurück auf die Hand bekommst oder so, sondern sie wird einfach auf dein fucking Deck gelegt. Heißt, der bummst dich direkt für 2 Züge. Wie für 12 Züge? Ja, halt Schnauze jetzt. Geil. Wie viel, warum bist du denn jetzt so? Zieh sie nochmal, komm. Richtig produktiver Zug bei Mifu, Alter. Digga, wie viel Glück kann man eigentlich haben, Alter? Ja, komm, übertreib doch direkt mit deinem Scheißglück, Digga. Was, hast du den 10 Euro PayPal geschickt oder wie? Mifu, das sieht nicht gut aus, ne? Mhm. Ach, nee, doch gut. Komm, OP-Karte. Die OP-Karte, die er nicht spielen kann, ne? Oh! Ah, ich weiß, welche Karte das ist. Ja, ich hab so eine Vermutung. Aber ich könnte mich jetzt auch hardcore irren. Ich glaube, wir irren uns, Sveti. Hast du nichts gelegt? Nein. Das war ein Fehler. Komm! Kaiser! Ja! Was hattest du gedacht, welche er gelegt hat, Sveti? Diesen Drachen? Wieder, ja, ja. Dachte ich auch zuerst, und danach ging so, ja, nee, glaube ich nicht. Du weißt dich nicht von, ne? Er hat nochmal Wahlkartensieg voranstürmen, denkt er. Ey, es ist doch was? Uff. Was? Uff, Bruder. GG, GG. Fick dich. GG. Fick dich. Ey, nee, mal. Komm, nein, hör auf! Ich hab grad noch in diesen scheiß Drachen gezogen, Alter, den hätte ich jetzt gesetzt und. Ach, Scheiße, Digga. GG, Alter. So, verarscht. So, jetzt dürft ihr zwar wieder. Ich fühle mich hier diskriminiert. Hm, warum? Ich verstehe gar nicht, was ihr wollt. Die Reaktion sich jetzt im Stream. Ist nichts GGs. Digga, was hat denn der für, was hast du für ein Glück, Alter? Was für Karten, ey? Das war wirklich Glück, Alter. Nein, nein, das war kein Glück, ich hab das Herz der Karten geglückt. Ja, fick weil er, weißt du, Mifu meinte vorhin so, ich glaube ans Glück der Karten. Ich so, Digga, das heißt das Herz der Karten. Ist doch dasselbe. Ich so, nein. Warte, ich mach für dich Übertragung an. Wenn ich die Karte richtig verstehe, dann ist die OP as fuck. Eigentlich schon, ne? Das ist halt die Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Probier's aus. Ich hab's vorhin auch probiert mit dem Beschwören von dem Herr der Drachen und dann der Drachenbeflöte, ob das überhaupt funktioniert in einem Zug. Hm, verstehe. Digga. Also. Ich weiß nicht, wer dir eigentlich in den Kopf geschissen hat schon wieder, ne? Das war Sveti. Der scheißt doch überall gerne rein, ey. Entschuldigen Sie. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich auch nicht.
Bro, kannst du mal bitte aufhören, verdeckte Karten zu legen? Digga. Sorry. Okay, ich verzeih dir. Aber ich will die Karte in der Mitte nicht. Ach, Digga, welche waren das? Natürlich, warum nimmst du die? Weiß ich nicht, weil du die zuerst gelegt hast. Das ist assi von dir. Ja, ein bisschen. Hör doch auf. Ey, warum machst du das? Jetzt bin ich mal gespannt, welcher das war. Fick dich doch. Oh, Fusionsersatz, der Herr. Kann ich aber nicht, ne? Weil seine Karte, ja. Okay, dann ist sie doch aktiviert. Aber ich find's strange, weil normalerweise... Oder war das früher auch immer so, dass erst die zweite Karte dann genutzt wird? Weil eigentlich bei einer Kettenreaktion... Ach, keine Ahnung, Mann. Warte, warte mal. Wow. Let's go, Milton. Du Bastard. Ich geb mir mehr auf den Sack, der Monson. Du Bastard. Weiß nicht, was du meinst. Weiß ich auch nicht. Hallo, zu wem hältst du eigentlich? Zu euch beiden. Ah, okay. Klang grad nicht aber so. Aber gib ihm, please, gib ihm. Ich weiß, welche Karte auf der Hand hat. Buchstabiere, buchstabiere sie. Du bist noch dran, Boy, ne? Ja, das weiß ich, ich habe überlegt. Okay, du wirst niemals erraten, welche Karte ich gerade gezogen habe. Ein Oktopus. Ja, durchaus. Ich sehe es durch den Stream. Passt, gib mir das einfach auf WhatsApp durch. Grenider! Grenider! Nee, echt? Sherlock? Mashallah. Alhamdulillah. Wo ist Hindel? Nani? Warum kann ich nur den wählen? Warum den anderen nicht? Ey, Mifu. Ja? Wenn du so ein Bastard bist, ne? Ja. Und jetzt dieses waghalsig voranstürmen, da verdeckt liegen hast, ne?
Ich schwöre, ich fahr zu dir nach Hause, Alter, und scheiß dir sowas von in dein Müsli. Ich hab gar nichts gemacht. Ich sag's dir nur. Ich wusste es! Good job, ey. Und pass auf, hier hat er... Ach, du meinst die Karte? Ja, und hier hat er seinen hässlichen Drachen liegen. Ich wusste es. Ich wusste es. So ein Bastardkind. Aber du hast kein Dingens auf der Hand. Es war ja, glaube ich, von der Hand, ne? Hab's von der Hand? Ja. Jetzt nicht hingehen. Na gut. Ich meine, ich brauche nur eine richtige Karte. Jetzt auf meiner Hand. Ja. Erzähl mir mehr. Später vielleicht. Ich weiß nicht, ob du später noch so viel Zeit hast. Vielleicht. Wenn man das erste Kartenplay. Ja, ich versuch's. Senpai. Wenn man das erste Kartenplay fängt. Ey, ich bin ja, okay, hat nicht ganz funktioniert. Und ist das nicht funktioniert? Nope. Aber du hast gesehen, welche Karte ich meine, ne? Ja. Okay, perfekt. Du bist ein Bastardkind, ich hasse dich. Die 400 Punkte hättest du mir doch gönnen können. Nö. Okay. Ja, GG's, ey. No. Die Karte, die ich gebraucht hätte, Mifu, wäre der Herr der Drachen gewesen. Und dann? Ich hatte nämlich noch die Drachenrufflöte auf der Hand und den fucking weißen Drachen. Wieder Augen gemacht. So, Boys, jetzt seid ihr wieder dran. Oder? Ich wollte gerade sagen. Sorry. Mach dich fertig. Ja, komm doch, Bitch. Komm her. Komm! Komm mal, die Parklots. Ja, wir wissen nicht, was du willst. Ja, so ein richtiger Wichser, Alter. Weißt du, er sagt zu mir, ich bin ein Wichser, hat aber genau dasselbe immer gemacht. Lüge. Wenn er den Turn hatte. Ja, ja. Vielleicht. Du Sweaty, ich mag deine Karte da nicht. Auf deiner Seite des Feldes. Ich hab mich mal drum gekümmert. Ist nicht schlimm. Wenn man eine Karte zurück in den Angriffsmodus setzt, kann man dann damit gleich wieder angreifen? Ja, indem. Also, wenn ich jetzt im nächsten Zug die wieder rumsetze, dann ja.
Ach, Sveti. Warum tust du das? Jetzt testen wir es einfach mal. Okay, siehst du, das geht doch noch. Auch nach dem Flip-Effekt. Das ist jetzt schon frech, muss ich sagen. Ich glaube, du bist am Arsch frech. Findest du das okay, Sveti? Ich weiß schon, was du bist noch dran, ne? Mhm. Okay. Junge! Ey, du kannst dich echt am Arsch lecken, Alter. Das ist unfassbar. Dieses Deck einfach. Anstatt mir was Vernünftiges, Produktives zu geben, nein, einfach mal reinscheißen, ne?
dein Ernst? Was geht? Was geht? Ja, und bei dir so? GG, Du hast GG easy vergessen. Wow, Bastard! Er ist doch nicht so ein Arschloch wie du! Warte. Geht gut, Noob! Oha! Alles klar! So, ich suche übrigens neue Freunde. Wow, das war ein Klatsch, Digga, wenn ich mich fokussieren müsste, bist du behindert! GG, So, Boys. Weg. Hier ist weg. Mir fällt kurz den Discord zu. Komm, mal machen, ja. Ja, dann macht ihr mal. Ich mach mal eben eine Memo. Ich dachte, da macht sich jetzt ein Milch was. Dein Ernst? Natürlich darf ich jetzt erst. Ach, wolltest du nicht als Erster? Nee, irgendwie nicht. Haben wir jetzt das gesagt? Oh, was sind das denn für Karten? Okay. Was sind das für beschissene Karten, Alter? Interessante Karten habe ich, okay. Ich habe sehr interessante Karten. Aber deine Karten mag ich nicht, ja. Müsste man nicht doch irgendwie so am Leben lassen? Kann, okay. Also irgendwie kann ich nicht so viel machen. Einzige, was ich jetzt tun kann, ist das hier. Das heißt aber einzige. Richtig. Boah, nix! Echt hier gleich machen. Ja. So, boah. Nein, tu es nicht. Und nicht auf die rechte Karte. Du kannst ihn. Ich verstehe das nicht, dass man das nicht aktivieren kann. Ich kann es trotzdem aktivieren, Alter. Gut aus für mich. Aktiviert werden kann. Ja, das macht halt wirklich keinen Sinn, so dann brauchst du die Karte ja auch nicht spielen, weißt du? Ja, ohne Scheiß. Was geht? Aber nicht. Das ist wirklich sehr interessant zu wissen. Das ist sehr interessant zu wissen. Diese andere Tributbeschwörung, Alter. Ja. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant zu wissen. Ist okay, ist okay. Ist fein. Tut weh, ist aber fein. Hab ich was draus gelernt.
dasselbe. Good job, Mifu. Du hast vom Meister gelernt. Vor allem auch sehr schnell. Er ist ein guter Schüler gewesen. Ja. Er war mein Lieblingsschüler. Wow, danke. Bitte, du bist scheiße, halt die Fresse. Oha. Mifu, mach ihn richtig fertig, Alter. Ja, ich bin... 20 bin ich sowieso dran. Zerfick ihn einfach, ey. Oh ja, let's go. Jetzt noch. Der Karte, die nicht spielen kann. Ich hab nochmal besser Drache gezogen. Ja, GG, GG. Ja, danke für den Move. Mifu, Mifu, töte ihn, töte ihn! Kein Problem, mein junger Padawan. Du willst schon vom Drachen getötet werden, ne? Ja, ja, doch klar. Beides Drachen. Aber das nur so zu Flex nochmal so. Ah, okay. Good night! GG's. Toughless, viel Spaß mit ihm. Ey. Viel Spaß mit ihm. Er hat einen neuen Move, Luis. Scheiße. Aber für mich ist es auf jeden Fall letzte Partie. Place, was willst du als erster oder als zweiter? Mir kackegal, was du aussuchen. Boss, du willst als erster, verstehe. Weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt mag. Wie funktioniert diese beschissene Karte? Ich hab keine Ahnung, ich hab's jetzt auch versucht die ganze Zeit. Ich glaube, du warst dreimal mit dem Drachen, dass das funktioniert, die Fusionskarte. Wenn ich das richtig verstehe. Verstehe ich nicht. Willst du nicht nochmal umdrehen? Nee. Später vielleicht. In die andere Richtung. Du bist so ein dreckiger Hund. Du bist so ein Wichser. Erste oder zweite Mal, dass ich mit dir Jung gespielt habe. Bro, ich kann aber mein Monster nicht verstärken. Hä? Ja, no shit, ich kann es bei meinem nicht anwenden. Das ist nur bei Mifus anwenden. No shit? Come on. Fucking Scam, Alter. Das ist mein Spezial. Ich glaube aus der Hand raus gespielt geht das nur auf das Monster, das angegriffen wird. Cool. Ein schöner Move. Verstärkung meiner eigenen Karte doppelt. Natürlich. Willst du mit anderen auch nochmal angreifen? Nee, lass mal.
Muss nicht unbedingt sein. Alles cool, alles cool. Ich bin gut bedient. Was? Ich bin gut bedient. Ne, warum lebt denn der jetzt wieder? Der hat einen Spezialeffekt. Wenn der halt am Ende der Endphase, also wenn der in dem Kampf zerstört wurde, kann man während der Endphase den halt wieder beleben. In anders auf Verteidigungsposition, aber hat halt bei beiden nur 1000. Geht das jetzt? Es geht, es geht, es geht! Wirklich? Ah. Ja! Ja, es geht! Es geht! Es geht! Was, ich kann es da vorne platzieren. Ach, das geht ja. Wie müsst ihr nach vorne? Ich kann nach vorne gehen. Richtig aggressiv? Hä, kannst du theoretisch den sogar als Sechsten spielen dann oder was? Anscheinend. Krass. Alter. Was geht jetzt ab, Junge? Ist nicht schlecht. Ja, wie geil ist das denn, Junge? Mein ganzer Stolz. What? Der Effekt von dem ist ja Katastrophe. Lol. Wie ist geil, hä? Oh, never mind. Ja, den hast du nicht mehr lang, Digga. Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Ey, das kannst du dir doch nicht antun. Digga, er hat's endlich geschafft. Ey, warte jetzt, wenn jetzt die richtige Karte kommt, fertig. Jetzt die richtige Karte. Oh, nee, Digga. Was hab ich hier nochmal? So. Nee, ey, ey. Oh, mein Gott. Komplett oder jetzt nur, nur auf die bezogen? Okay. Genau. Nur auf eine Karte. Okay. Warum? Okay. Hä? Was ist hier los? Was ist hier los? Was geht hier ab? Du hast deine Karte verbrannt. Wegen dem Effekt von deinem König der Drachen. Nein, nein, König Drachen, Dragon. Okay. War geplant, war geplant. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Wir hören sie auf. Ich fühle mich gemobbt. Okay.
Komm, hilf dir uns. Der Fusionsdrachen. Wie heißt der? Kaiserdrachen, meine ich. Der ist futsch. Ja, ja, ist schon klar. Okay, natürlich. Das Gefühl, das längste Match, ne? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon. Ey! Nee! Das ist gut in so ein Spiel. Ich seh's gerade im Stream, Digga. Cool, ist es. So ein verficktes Hurensohn-Spiel, Alter. Ich seh's nicht aus dem Stream gesehen. Digga. GG. Sind die Scheiße. Die ist offen.
eine Karte muss ich ziehen. Wird nicht passieren. Hast doch gesehen, wie es gerade schon lief. Nein, der Karte. Ich glaube, das letzte Karte schon. Nein, das ist vorbei. Der Zug ist abgefallen. Ja. Ich kann nicht angreifen. Ja, eh nicht. Ja, Digga, ich hab doch. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Ey. Okay. Was ist das? Okay, Face, das ist der Plan, oder? Ja, nee, das war nicht der Plan. Hä, was soll ich sonst machen? Du hättest mit dem Drachenlord seine Verteidigungskarte angreifen müssen. Ja, und? Wenn nichts passiert. Das passiert nur, wenn beide im Angriffsmodus sind, Bro. Seine Karte wäre genauso geblieben, wie sie jetzt ist, und meine wäre genauso geblieben, wie sie davor war. Oh nein, das ist dieses Viech. Das ist jetzt fusionieren? Nee. Das ist ein Dreck. Geht nur für die Karte. Okay. GG. Mifu. Als du diesen Drachen gekillt hast, ne? Ja. Eine Runde später habe ich den weißen Drachen gezogen. So ein Hurensohn-Spiel, Alter. Hat Spaß gemacht. Oh, auf jeden Fall, Mann, ne? Jetzt haben wir fast 3 Stunden gespielt. Holy shit. Ja, also wisst ihr Bescheid. Ich geh jetzt erstmal ein paar Booster aufmachen. Same. Ja, ich hab 3000 Dinger noch. Du hast 3000? 3000 Edelsteine, ja. Beziehungsweise oh, 3300. Ja. Von den ganzen Lockenboni. The fuck? Jetzt muss ich aber erstmal ein Pack holen. Geheimpacks hab ich nicht. Structure Deck. Ich hab gar ein Pack. Nice. Theoretisch das und das noch. Soll ich jetzt gerade wieder dasselbe gedrückt, ne? Hä, wo ist denn die Kartenliste? Ach, da drunter. GG. Das ist super gemacht. Ja, alles Pendel- und Synchro-Dinger, oder was? Na ja, hier geht's auf Fusionsfotzen. Oha. Aber ich finde es schade, dass beispielsweise beim Schwarzen Magier nicht das Original Artwork drin ist. Dass man das selber auswählen kann, sondern dass es halt vorgeschrieben ist, welches Artwork das ist. Ja, das ist beschissen. Das finde ich richtig behindert. Weil das OG Artwork davon ist einfach immer noch das Geilste. Meckern auf ganz hohem Niveau. Nö, ist einfach Fakt. Okay, das sieht doch nice aus. Crap.
Okay. Was? Bro, ist das eine Arschloch-Zauberkarte? Alter! Vielleicht noch die Patreon-Karten. Oh mein Gott, Alter. Na, pass auf, hier. Vertrag mit Don 1000. Permanenter Zauber. Wenn diese Karte aktiviert wird, beide Spieler verlieren 1000 LP. Und falls sie dies tun, zieht jeder eine Karte. Alle Karten, die gezogen werden, solange dieser Effekt angewendet wird, müssen vorgezeigt werden. Müssen vorgezeigt bleiben. Solange die Zauberkarte eines Spielers in seiner Hand durch diesen Effekt vorgezeigt ist, kann der Spieler keine Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Also, das ist... Aua. Punkte? Du meinst diese Diamanten? Ja. Beispielsweise durch tägliches Einloggen. Findest du findest du oben rechts unter Mission. Ah, ich hab 1000 von denen. Und wenn du die Tutorials da spielst, kriegst du auch noch welche. Von den Dingen. Ich habe auch mies viel. Und da gehe ich jetzt einfach in den Shop, oder was? Genau, richtig. Kannst du sehen, welche Karten da drin sind. Und dann siehst du auch ungefähr Kraft und sowas, was da so drin sein könnte. Aha. Und dann verschiedene Packs. Digga, ich habe jetzt 5000, Alter. Tschüss. Ist das vorher noch nicht eingelöst, oder was? Nee, Alter. Ich hätte das nicht, viel ich davon habe. Ich habe ein paar hatte ich am Anfang. Aber ja. So viel. Hast du reingepayt, wa? Ah, genau. Lappen, ne? Ich komme, glaube ich, erstmal Magier des Pendels. Ja, habe ich auch geholt, das Pack. Hast du auch geholt? Ja. Kleiner Hund. Kaufen. Hast du das andere auch geholt? Neuer Vertrag? Kann sein, ich weiß nicht mehr.
Krass. Alter, was ist denn das für eine OP-Karte? Digga. Spiegelkraft, ja, ja. Spiegelkraft. Das ist von den Standardkarten. Oh ja, so. Spiegelkraft ist sau alt. Nö. Scheiße, jetzt habe ich die restlichen Packs übersprungen, Alter. Jetzt muss ich hier gucken. Ja, not bad. So. Okay. Alles klar. Oh, chillige. Ich hab schwarzes Loch gezogen. Oh nee, das ist meine Zauberkarte. Mifu darf nicht mehr mitspielen. Oh, das ist auch was. Chillige Karte, ja. Okay. Ego Booster Packs aufmachen war immer das Geilste. Okay.
What the fuck ist das für eine geile Karte hier, Junge? Ja, du, also ich glaube, das nächste, wenn wir zocken, Junge, das wird nice. Keine Custom Decks. Entschuldigung. Wie bitte? What did you say? I don't know. Die wäre halt sau stark gewesen, die Karte, für dieses fucking Drachendeck auch.
Ja, du bist auch noch am Karten öffnen. Ja, ja. Wie ich glaube, wir alle. Sternschnuppendrache. Diese Synchro-Beschwörung, das weiß ich noch. Ich will mal überlegen, ob ich dasselbe Paket nochmal hier hole, einfach. Ja, der Drache, Alter, die scheiß geheimen Scheißdinger hast du da, halt. Komm, wir machen's nochmal. Selbe Pack. Ich brauch diese scheiß Zauberkarte, Alter. Ich brauch diese Zauberkarte. So fängt's an. Schwarzes Loch. Okay. Arschlochkarte. I like that. I like that, Alter. Oh, passt das zu dir, eine Arschlochkarte? Mhm. Max-Drache. Alles klar, los, lauf gut! Hau doch ab mit der Scheiße, jetzt gib mir diese fucking Zauberkarte, ich brauch sie! Zauberkarte. Los!
Uff. Okay. Hast du bekommen deine scheiß Zauberkarte? Nee, nee, aber eine andere gute Karte. Bro, Alter, wir werden nur noch fucking Decks basteln und uns die scheiß Köpfe einschlagen. Digga, das. Ja, 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 das ist. Oh, lol, nice. Das ist auch geil. Oh, was geht jetzt so? Okay, das ist also eine von den vorgestellten Karten sogar. Ein Zwillerflex. Ein bisschen. Bro, Alter, ist das eine Arschlochkarte? Ist nur Arschlochkarten, Alter. Ja. Ich will mir mal Gedanken machen. Jesus, ey. Okay. Okay, die Karte ist gut. Geil. Genau die verfickte Zauberkarte, die ich haben wollte, ist die allerletzte Karte, die ich gezogen habe. Oh shit, ist gut. Oh mein Gott, ist das gut.
zu gut einfach. Oh, Boys. Ich kann sogar noch mal mir so einen 10er-Pack holen. Oh, natürlich. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Irgendwelche Missionen fertig. Also was haben wir denn hier so Schönes? So, mal gucken. Ah, natürlich. Ich krieg auch noch mal 400. So, wie viel? Hab ich noch was fertig? Ich dachte schon. Ich habe auch wieder 810. Let's go. Ich will mir schon wieder dieses Drachenritter-Schluchtding holen. Und Sveti, wie läuft dein Pack-Opening? Gut. Hast du jetzt gut gesagt oder nicht gut? Ganz gut. Ganz gut, okay. Was haben wir denn hier? Ist halt auch gut, ne? Wegen Drachen und so. Komm, Alter. Haben wir nicht immer dasselbe Pack. Bro, was?
Jungs, das ist fucking Viertel nach eins. Wir sitzen immer noch hier und machen fucking Kartenpacks auf. Und ich muss um 6 Uhr aufstehen. Du, Alter. Ja, ich habe jetzt immer noch 200, jetzt noch 2 Packs. Geil! Genau, den wollte ich haben! Bro, Alter, warum hatte man so ein Packlack nie im Real Life, ey? Ja, Mann. Oh shit, Alter, ey. Was? Boah. Holy. Okay. Thank you.
Holy shit, Alter. Den haben wir, glaube ich, gekriegt. Den haben wir gekriegt. Das ist richtig gut. Den nicht, aber das spiel ich sowieso nicht. Den haben wir, glaube ich, gekriegt. So, das war schon. So, nochmal gucken. So, hier werden immer alle Karten angezeigt, die es gibt. Und danach erst die, die man bei Becke stellen? Hä? Oder wo, was meinst du? Was? Ach so, bei Deck erstellen, ja. Genau. Ja, doch, das ist er. Uff. Alter. Also, Boys, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn wir unsere Decks erstellen, Alter, dann geht's erst richtig los, ey. Oh, fuck, ey. So, ich mach mal eben fix die Verabschiedung. Bis gleich. So, ihr Eumel. Aber ich werde mich jetzt verabscheuen. Ich bin schon hardcore müde. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Stream. Wahrscheinlich eh wieder morgen. Aber ja, mal sehen. Ne? Also, bis dahin. Haut rein. Tschüss.